der Ausdruck einer E-Mail. Sie ist von Leonard. Die Empfängeradresse kenne ich nicht. Deri 91. Schon wieder geht es um diesen Ring. Und es kommen gleich zwei Menschen vor, von denen ich noch nie gehört habe. Deri 91 scheint jemand aus Leonards Institut zu sein. Nur, wer ist diese Elena? Auf jeden Fall ist der Betreff dein verlorener Ring. Von Leonard an Deri 91. Hey, ich werde morgen nicht ins Institut kommen können. Ich habe mich bis zum 1. März beurlauben lassen. Es ist was passiert und ich will lieber hier sein, falls sich Elena nochmal in was hineinsteigert. Außerdem will ich dich gerade wirklich nicht sehen. Weißt du noch, der Ring, den du verzweifelt gesucht hast? Er ist aufgetaucht, im Schlafzimmer auf dem Boden. Elena hat ihn gefunden. Vielleicht kannst du dir vorstellen, was jetzt los ist. Sie war auch vorher schon nicht im besten Zustand, aber wegen des Rings ist sie komplett durchgedreht. Ich konnte sie mit viel Mühe beruhigen und ihr glaubhaft machen, dass ich nicht weiß, wem der Ring gehört. Dass irgendwann mal ein Besucher den Ring verloren haben muss oder so. Ich glaube, mittlerweile hat sie es geschluckt. Bitte melde dich erstmal nicht bei mir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sauer ich gerade auf dich bin. Sobald sich die Wogen geglättet haben, bringe ich dir den Ring im Büro vorbei. Bis dahin, Leonard. Also, Deri 91 gehört der Ring. Und Leonard hat, glaube ich, eine Affäre mit Deri 91. Gehe ich mal schwer von aus. Aber er schreibt, Elena hat ihn gefunden und war sauer. Jetzt ist die Frage, war Elena eine andere Frau vor Anna? Oder, Derias Ring gefunden, genau, ja. Okay, die junge Dame raucht auch. Aber, sie hat doch vorher gar nicht geraucht. Ich habe das ja vorher durchgesucht und sie hat vorher nicht geraucht. Da waren Bonbons drinne. Okay. Kann ich noch nichts mit anfangen? Im Schlafzimmer hat er den gefunden. Gut, aber hier war ja nichts weiter. Ist auch ein sehr schönes Bild. Da hat sie ja vorhin schon was zu gesagt. So, hier war ich noch nicht fertig, ne? Da steht jemand auf Ravioli. Weizen, Spaghetti, Nutella. Pfannen. Ich warte eigentlich drauf, dass noch was Neues passiert, aber... Schachfigur. Leonard hat sie angeschleppt, weil der Küchenboden schwarz-weiß gekachelt ist. Er fand das witzig. Manchmal ist er doch ein echter Knallkopf. Okay, das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Das ist witzig. Ach, die hat einen Hund. Ach, sehr süß. Was auf der anderen Tasse auch drauf. Ich dachte schon, ich hätte was gefunden. Einmal die ganze Kaffeemaschine mitnehmen. Das alte Radio,
Ich habe es von meinem Großvater geerbt. Ich liebe, wie sich die Knöpfe anfühlen, wenn man sie dreht. Die Dinger wurden noch für die Ewigkeit gemacht. Ich kriege keinen einzigen Sender rein. Nur Störgeräusche. Das ist doch komisch. Muss ich damit vielleicht durch die Gegend laufen? Okay. Ich habe noch einen Raum übersehen. Ja gut, hier werde ich nicht viel finden. Okay, ich finde nichts. Abgeschlossen. Das ist schon echt seltsam. In dem Vogelnest habe ich einen Ring gefunden und auf dem düsteren Gemälde ist auch ein Ring zu sehen. Das kann doch kein Zufall sein. Hat er jetzt unsere Küche ruiniert? Tatsache, das glaube ich jetzt wohl nicht. Das Bild ist mega geil, ey. Überall Müll und leere Schnapsflaschen. Hier hat eine arme Sau ganz schön gehaust. Ja, wahrscheinlich du. Elena. Und unter den Bildern steht jetzt dann auch überall Elena anstatt Anna. Es ist eine Imagebroschüre vom INB. Das ist das Institut, in dem Lennart promoviert. Er arbeitet wahnsinnig viel. Ich kriege ihn kaum zu sehen. Das sind also Lennarts Kollegen. Die meisten hat er mir nie vorgestellt. Ich glaube, Lennart vermischt nicht so gern Berufliches und Privates. Lauter Unterlagen, nicht meine. Trotzdem nicht neugierig. Okay, da ist nichts drin. Er ruiniert hier einfach nach und nach unsere Hütte, ey, und wir können nichts machen. Sowas. Außer Lennart ist noch jemand auf beiden Fotos zu sehen. Moment, darunter stehen die Namen. Deria. Diese Deria ist also eine Kollegin von Lennart, aber sie kennen sich auch schon von früher. Er hat mir nie was von ihr erzählt. Ja, und sie ist diejenige, dem der Ring gehört. Und ich denke mal, dass sie auch vielleicht eine Affäre von ihm ist. Deri 91. Das muss Deria, die Kollegin von dem Foto, sein. Und der Ring mit der lateinischen Inschrift gehört ihr. Sie ist ja auch Rettungsschwimmerin. Moment. Also nach dem, was in der E-Mail steht, hat Deria diesen Ring verloren und Elena hat ihn gefunden. Aber wer ist Elena? Könnte es sein, dass Lennart eine Affäre hat? Ja? Ich bin es, Anna. So. Sie sind es. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind. Denn das wollen Sie mir ja einfach nicht verraten. Warum eigentlich, wo Sie doch so ein guter Freund und überhaupt kein Entführer sind? Es geht einfach nicht. Aha.
Und wo mein Mann ist, das können Sie mir wahrscheinlich auch nicht sagen. Nein, aber ich will dir helfen. Und du kannst nicht abstreiten, dass du Hilfe gebrauchen kannst. Also warum hörst du nicht auf, mir Fragen zu stellen, die ich nicht beantworten werde? Und fängst stattdessen lieber an, mir die Fragen zu stellen, die ich beantworten kann. Okay. Ich spiele ihr Spiel mit. Vorerst. Hat mein Mann eine Affäre? Ja. Nein. Das kann einfach nicht wahr sein. Es tut mir leid. Ich habe in Unterlagen die Namen von zwei Frauen gefunden, von denen ich noch nie gehört habe. Elena und Deria. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder hat er mit Elena etwa auch eine Affäre? Kommt dir diese Elena nicht irgendwie bekannt vor? Sie kommt mir vor, als wäre sie eine Betrügerin. Als hätte sie mein Leben übernommen, würde mit meinem Mann in meinem Haus wohnen, sogar Gemälde in meinem Stil malen. Aber das kann doch einfach nicht sein, oder? Wenn du die Wahrheit herausfinden willst, solltest du offen bleiben. Auch für Dinge, die dir unwahrscheinlich vorkommen. Na klar, kein Problem. Gib nicht auf, Anna. Warte mal, kann es vielleicht sein? Das ist jetzt unheimlich. Kann es vielleicht sein, dass Elena und Anna ein und dieselben Personen sind? Dass sie vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat? Weil als Anna malt sie fröhlich, es ist alles sauber, es ist alles ordentlich. Und als Elena ist es alles dreckig, verstaubt, verlassen, alt, sie raucht. Als Anna isst sie lieber Bonbons. Und Elena malt düster. Und sie hat diese Affäre halt bemerkt, die ihr Mann mit Deria hat. So, oder hat ihr Mann vielleicht dafür gesorgt, dass Anna, also dass Elena in Vergessenheit gerät und Anna zum Vorschein kommt? Ich weiß nicht. Da ist ja ein Loch an der Seite. Moment, da steckt irgendwas drin. Eine Kamera. Sie liegt so drin, dass ihr Objektiv durch das Loch in der Seitenwand der Spieluhr hinaus zeigt. Das gibt es doch nicht. Die hat jemand da drinnen versteckt, um unser Schlafzimmer zu überwachen? Oje, das ist ja widerlich. Die Speicherkarte steckt noch drin. Ich bin gespannt, was da drauf ist. Hatte unser Fernseher nicht einen Schlitz für Speicherkarten? Ein Brief. An mich? Den Brief habe ich noch nie gesehen. Da steht, ich hätte mich um einen Therapieplatz beworben. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, als es mir nicht so gut ging, aber es war nie so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, in Behandlung gehen zu müssen. Sehr geehrte Frau Schreiber, Ihr Antrag auf einen Platz in der Therapieeinrichtung Haus Bagteheide wurde angenommen. Die Patienten leben dort im Rahmen einer therapeutischen Gemeinschaft. Die Einrichtung selbst versteht sich als offen. Es steht Ihnen also frei, das Haus jederzeit zu verlassen. Die Therapie würde 8 Wochen dauern und am 6. Januar beginnen. Bitte sagen Sie mir bis Anfang Dezember zu, dann leite ich alles in die Wege. Viele Grüße und eine schöne Adventszeit. Dr. Bert Sperling. Habe ich vielleicht mit meiner Vermutung recht? Elena. Der Vibrator ist bestimmt noch da. Und Batterien. Batterien sind jetzt auch da. Oh, da liegt noch was. Da liegen jetzt Tabletten und so offen. Ein Rezept. Der Name des Medikaments sagt mir nichts. Ja, aber wie ich behaupte... So, wo müssen wir jetzt hin? Kann ich jetzt hier so einfach dran? Tatsächlich, der Fernseher hat einen Kartenleser eingebaut. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich mach mal irgendeine auf. Unser Schlafzimmer. Sonst nichts.
wieder das Gleiche. Ich glaube, es macht keinen Sinn, alle Dateien durchzugucken. Dazu sind es einfach zu viele. Oh Gott! Okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein Tipp, weil dann das Lesezeichen auf einmal drin war. So, die Couch ist auch weg. Produktion haben wir jetzt hier. Genetik X, Lennart Schreiber, Feldstraße 114, 71, 359, Pfennigen. Produktion. Sehr geehrter Herr Schreiber, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Gremium zugestimmt hat und somit einer Massenproduktion nichts mehr im Wege steht. Der Vertrag wird Ihnen mit den besprochenen Änderungen separat zugesandt. Wie besprochen, wird Ihre Firma sämtliche Rechte am Leseverfahren und dem zugehörigen Patenten behalten und Sie, wie besprochen, werden die Möglichkeit haben, die Produktlinie und ihr einer ihrer bestehenden Marken zu vertreiben. Anton Peschke, CEO Genetik X, 23.10.2020. Warte mal, das ist die Zukunft. PS, auch wenn Ihre Ergebnisse revolutionär sind, die dafür durchgeführten Tests können unmöglich von einer Ethikkommission bewilligt worden sein. Wir sollten dringend darüber reden, wie Ihre Forschungsarbeit nach außen hin kommuniziert wird, um mögliche juristische Folgen auszuschließen. So, wisst ihr, was lustig ist? Den ersten Brief, wo abgesagt wurde, den haben wir 2019 gefunden. Also der war auf 2019. Und der Brief jetzt hier, wo er die Zusage gekriegt hat, ist auf 2020. Das heißt, das hier, dieser Dreck und das alles, ist die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Das heißt, Elena ist Zukunft und Anna ist Vergangenheit. Aber wie? Keine Blumen mehr, gar nichts mehr hier. Okay. Was soll ich jetzt hier drücken? Elena. Ich habe jetzt hier nämlich keinen Zettel gefunden. Nochmal drauf drücken kann ich nicht. Okay, so kommen wir nicht weiter. Ich habe hier die SD-Karte gefunden. Da sind wieder die Tabletten. Ich habe hier aber nichts gefunden. Sie sagte, es bringt nichts, alles durchzusuchen. Wo ist eigentlich der Vogel hin?
Ja, ich weiß nicht. Wonach ich jetzt suchen muss. Loch in der Decke. Da ist noch ein Zettel. Ein Brief an Lennart von seinem Rechtsanwalt. Anscheinend ist jemand, der Lennart nahe stand, bei einem Unfall gestorben. Am 15. Mai um 8:30 abends. Am unheimlichsten daran finde ich aber etwas ganz anderes. Der Brief ist datiert auf den 25. Juni 2020. Das ist ein Scherz, oder? Oder einfach ein Tippfehler. Ja, bestimmt. Okay. Also Zukunft. 25. Juni 2020. Oh, ich habe am 25. Juni Geburtstag. Oh, wie geil. Da werde ich 30. Mist. Rechtsanwaltskanzlei Schulte und Lemberger. Janis Lemberger, Brombergstraße 18, 71 359 Pfenningen. Pfenningen, den 25. Juni 2020. Aktenzeichen 821 JS 15238-06. Ermittlungsverfahren gegen Dr. Lennart Schreiber. Ermittlungsverfahren. Lieber Lennart, ich habe gute Nachrichten. Heute kam das ersehnte Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wird. Die Todeszeit wurde vom Gerichtsmediziner auf dem 15. Mai etwa 20.30 Uhr bestimmt, also genau die Zeit, als du bei deiner Kollegin im Institut warst. Mangels Hinweisen auf Gewalteinwirkung und angesichts der Krankengeschichte des Opfers sehen die Ermittler einen Unfall unter Einfluss starker Beruhigungsmittel als erwiesen an. Ich wünsche dir sehr, dass du damit dieses schreckliche Kapitel für dich abschließen und vielleicht wieder nach vorne schauen kannst. Wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen. Alles Gute, dein Freund Janis. Okay. Haben die gedacht, er hätte Elena umgebracht? Aber wer ist Elena? 15. Mai 2020. Demnach können wir das an der Karte gucken. Ui, 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 wo muss ich jetzt als erstes hin? Ja, ich muss erst da zum Bord. Mai. Waren die Videos auf der Speicherkarte nicht von April und Mai gewesen? So, jetzt gehen wir natürlich schnell zum Fernseher. Im Brief stand, der Unfall ist am 15. Mai um 8:30 abends passiert. Ich frage mich, ob... Ja, tatsächlich. Auf der Speicherkarte sind auch Videos vom 15. Mai. Hier, 15. Mai, 20 bis 21 Uhr. Mhm. Du gehst? Ja. Wohin? Arbeiten. Lüg mich nicht an. Du gehst zu ihr? Fang nicht wieder damit an. Sag es mir doch wenigstens ins Gesicht. Elena. Wenn du gehst, dann brauchst du nicht mehr wiederkommen. Ja, schlafen kannst du ja dann bei ihr. Aber ich bin gespannt, wie du leben willst, ohne das Geld meiner Eltern. Das wird schwierig, ne? Deine ach so wichtigen Forschungen zu betreiben, ohne Lebensunterhalt. Da wirst du wohl kellnern müssen. Oder putzen. Nee, das ist ja unter deinem Niveau, ne? Ja, du bist ja zu höherem berufen. Unter dem ganz großen Wurf, da machst du es ja nicht. Ich habe nie um das Geld gebeten. Nie. Nein, natürlich nicht. Da hast du dich ja schön gezielt, bis dir meine Eltern das Geld quasi aufgedrängt haben. Was? Herr Schreiber, heiraten Sie unsere kranke Tochter. Ihr geht es ja schon viel besser. Sie ist ja schon viel stabiler, seit Sie in ihr Leben getreten sind. Elena, bitte beruhige dich. Sag mal, meinst du etwa, nur du kannst rumhuren? Also ich hatte ständig Sex. Ich bitte dich. Heißen, saftigen Sex, ja? Mit jedem dahergelaufenen Mann. Elena. Bitte geh nicht. Ich will nicht allein sein. Geh nicht. Elena, lass mich los. Du tust mir weh. Bitte halt mich fest, bitte. Elena.
nein. Ich bin gerade ein bisschen heißen, saftigen Sex. Okay. Oh. Anna, bist du da? Wer bist du? Das kann ich... Ich habe gerade eine Aufnahme gehört, auf der Elena einen tödlichen Unfall hat. Elena hat meine Stimme. Nicht eine ähnliche Stimme, sondern exakt meine. Ich weiß nicht, wie das alles möglich ist, aber wenn das bedeutet, dass ich Elena bin, dass sie und ich dieselbe Person sind, dann habe ich gerade meinen eigenen Tod gehört. Also hör auf, dich herauszureden und pack endlich aus. Ja, die Frau in der Aufnahme ist Elena. Aber ihr seid nicht dieselbe Person, auch wenn ihr euch sehr ähnlich seid. Was soll das heißen? Anna, was macht Lennart am Institut? Ich meine, was ist das genau, woran er forscht? Er versucht zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Oh mein Gott. Wie Intelligenz zustande kommt, Charakter, Bewusstsein, solche Sachen. Oh. Und dazu versucht er, das menschliche Denken in einer Computersimulation abzubilden. Du meinst... Er hat es geschafft, Anna. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Er hat künstliches Leben erschaffen, Anna. Nur, dass damit Konsequenzen einhergingen, die er nicht abgesehen hat. Ja, aber wo ist er? Finde einen Weg nach draußen. Und du findest Lennart. Sind wir jetzt die künstliche... Ist Anna jetzt die künstliche Intelligenz? Die Anna ist die künstliche Intelligenz. Oder Elena. Ich weiß jetzt, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, da die Tasche und das ist alles weg. Okay, Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Das gibt es doch nicht. Die Tür ist von außen mit Brettern verrammelt. Nichts zu machen. Die sind bombenfest. Was war das jetzt? Was? Das gibt es doch nicht. Eine Treppe. Polizeiabsperrung? Hä? War das jetzt doch Vergangenheit? Oh, ich weiß es jetzt nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist das Blut? Ja, getrocknetes Blut. Was hat er getan? Lauter Kisten. Was da wohl drin ist? Das sieht sehr nach Lennarts Kram aus. Laborausrüstung mit Elektroden dran und so. Fast wie bei Frankenstein. Ich finde das jetzt gerade gar nicht witzig. Ich glaube, ich bin mehr als die Summe meiner Gehirnhälften. Lennart würde wahrscheinlich sagen, dass die Wirbelsäule noch dazu gehört. Der Mensch. Krone der Schöpfung. Oder einfach nur ein Tier, bei dem sich irgendwann mal etwas ganz schlimm verkompliziert hat. Okay, auf das kann ich zugreifen. Hier ist eine Axt. Oh Gott, warum habe ich eine Axt? Oh. Er ist mein Mann. Ich will es aus seinem Mund hören. Gut. Noch was. Da draußen kann ich dir nicht mehr helfen. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Das 1-Milliarde-Dollar-Hirn. Synapse für Synapse wollen Neurowissenschaftler der Universität Fennigen das menschliche Gehirn simulieren. Das technologische Vorzeigeprojekt hat bisher enorme Fördermittel verschlungen. Jetzt hoffen die Forscher auf den Durchbruch dank Neuromorphic Computing von Jens Borchardt.
Von dem Anwalt? Lennart, bitte schick mir keine Nachrichten mehr. Ich kann mir denken, dass dies für dich zu schlechtmöglichsten Zeit kommen muss. Aber ich empfinde den aktuellen Zustand als kaum noch zu ertragen. Keine Sorge, ich bleibe bei meiner Aussage gegenüber der Polizei. Aber das Alibi war das Letzte, was ich noch für dich zu tun bereit war. Ich weiß nicht, ob du oder überhaupt jemand dir aus dem Loch, in dem du dich befindest, heraushelfen kann. Ich kann es jedenfalls nicht. Und ich will es auch nicht mehr. Ich glaube, wenn ich mich weiterhin auf dich einlasse, würde ich doch immer nur wieder darüber nachdenken müssen, was wohl wirklich passiert ist an dem Abend. Und du würdest mich beschwichtigen, aber das Gefühl, das zurückbliebe, wäre unverändert. Den Ring will ich nicht mehr zurück. Behalte oder vernichte ihn. Es macht keinen Unterschied. Ich wünsche dir, dass du in Zukunft wieder etwas finden kannst, für das du leben willst. Ich werde dasselbe suchen, wenn auch getrennt von dir. Bitte respektiere meinen Wunsch. Deri. Ich glaube, ich habe die Idee. Ich glaube, wir waren vorher Elena und weil wir umgebracht wurden von Lennart aus Versehen, hat er unser Gehirn in eine Art Computer-Dingens hineinversetzt oder so. Eine Kappe mit lauter Elektroden dran. Ich glaube, man zieht sie auf den Kopf. Da sind auch Flecken dran. Ja. Von Lennart. Ich erkenne seine Handschrift. Na, dann wissen wir es ja jetzt. Ich will wissen, was Sache ist. Aber auf dem Kalender stand doch, dass wir 2015 haben. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin das Computersystem. Kann ich etwas für dich tun? Wo bin ich hier? Du bist im Zuhause von Lennart. Lennart, ich will mit ihm sprechen. Lennart ist leider nicht hier, aber ich habe ihm bereits eine Nachricht geschickt, um ihn zu informieren, dass du aufgewacht bist. Sobald er geantwortet hat, lasse ich es dich wissen. Mach es dir doch in der Zwischenzeit bequem, Anna. Okay, Leute. So, Geschichte. Wir waren Elena. So, wir waren früher, haben so düster gemalt, hatten Depressionen anscheinend, waren wohl krank. Unsere Eltern hatten Geld, er hat uns geheiratet, wir haben viele Tabletten geschluckt, er hat uns aufgenommen. Warum und wieso? Oder wir haben uns aufgenommen. Auf jeden Fall hat er uns aber mit Deria betrogen und Elena hat das halt rausgefunden, hat deswegen Terz gemacht und all sowas. Das haben wir ja auf dem Video gesehen. Und dann bei einem Unfall, wirklich bei einer Rangelei, ist sie wohl ums Leben gekommen. So, und da er aber den Durchbruch geschafft hat mit dieser künstlichen Intelligenz oder irgendwie mit dem Hirn und sowas alles, hat er es wohl geschafft, das Gehirn von Elena zu behalten, sag ich jetzt mal. Oder neu zu konstruieren. Und daraus ist Anna erschaffen worden. Anna, die alles heiter und schön findet. Die alles so toll macht und die so fröhlich ist und alles drum und dran. Würde ich jetzt mal behaupten. Was ist das für ein Gerät? Das darf ich dir leider nicht sagen, Anna. Ich bin es langsam leid, dass ich nie Antworten auf meine Fragen bekomme. Was ist dieses Ding? Und warum war ich da drin? Das darf ich dir leider nicht sagen, Anna. Server? Du hast
leider keine Berechtigung für dieses Interface, Anna. Ein Fehler ist aufgetreten. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ist auf jeden Fall der Aufzug aufgegangen. Sieht irgendwie cool aus. Aber auch irgendwie unheimlich. Wer? Lennart? Hallo, Anna. Du bist alt. Das muss alles sehr verwirrend für dich sein, nicht? Warum bist du alt? Nun, du warst krank. Warum war ich in diesem Behälter? Jetzt hör mir mal zu. Du warst krank. Du lagst viele Jahre im Koma. Im Koma? Ja. So ein Blödsinn, Lennart. Warum bin ich dann jung und du alt? Ach, ich glaube, du lügst. Du lügst und du willst nur davon ablenken, was wirklich los ist. Ich weiß nicht, warum und wie, aber du hast eine Art Klon von mir erschaffen. Woher? Ist es nicht so? Elena hast du sie getauft. Und als sie mal nicht so wollte wie du, da hast du sie... Hast du sie umgebracht? Sag mir einen Grund, warum ich nicht sofort zur Polizei gehen sollte, um alles auszupacken, was ich weiß. Hm? Versuch's doch. Ich glaube nicht, dass das System dich rauslässt. Ich habe alle Ausgänge abgeschlossen, Lennart. Siehst du? Was hat dich nur so verändert? Wir waren... Wir lieben uns. Bedeutet das nichts? Wenn du mir schon nicht die Wahl lässt, dann schuldest du mir doch wenigstens die Wahrheit. Warum hast du eine Kopie von mir gemacht? Du bist die Kopie. Was? Ja. Du bist ein Nachbau. Ein Meisterwerk. Nicht vom Original zu unterscheiden. Du bist die Kopie. Ich habe dich, Anna, als Ersatz für meine verstorbene Frau Elena erschaffen. Und in dem Tank da drüben ist dein Körper geboren und herangewachsen, während dein Bewusstsein in einer Simulation gelebt hat. Und du bleibst jetzt schön, wo du bist, Anna. Bis ich zu Hause bin. Und dann starte ich dich neu und steck dich zurück in den Tank. Niemals. Nein, wir können nicht entkommen. Okay. Also meine Vermutung war doch richtig. Elena war seine Frau. War schon immer krank, war anscheinend depressiv, hat düster gemalt, hat ihn beim Fremdkind mit Deria erwischt, ist anscheinend bei einem Streit gestürzt, ins Koma gefallen wahrscheinlich, oder eher gestorben. Er hatte die ganze Zeit irgendwelche... Also hat wohl versucht, künstliches Leben zu erschaffen, wurde erst abgelehnt, hat dann wahrscheinlich an seiner toten Frau oder an seiner komatösen Frau rumexperimentiert. Das würde dann auch der Keller erklären, das Blut im Keller und so weiter und so fort. Dann haben sie natürlich die Beweise gehabt, haben alles genehmigt und ja, er hatte Anna, also seine Frau, wieder zurück. Und irgendjemand, es ist schade, dass wir nicht herausfinden, wer das ist, hat uns geholfen und hat dafür gesorgt, dass unsere Fassade immer mehr und mehr bröckelt. Und desto mehr sie gebröckelt ist, desto mehr wurde dieses schöne Zuhause als das reale Zuhause dargestellt. So, es war immer noch auf 2015 datiert, obwohl wir Briefe gefunden haben von 2019 und von 2020, was mir ja sowieso die ganze Zeit komisch vorkam. Ich dachte erst, Elena wäre Vergangenheit. Aber anscheinend nicht. Ja, harte Sache. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe das so, wie man das halt schon immer in den... Ich glaube, im ersten Teil von Jurassic Park war das, da hat man das gesagt, man sollte niemals Gott spielen. Und Klonen können, das ist das genau dasselbe. Man sollte nicht Gott spielen. Was tot ist, soll tot bleiben. Und ja, er kam mit seiner eigenen Schuld halt nicht klar. Ich finde es schade, dass das Spiel nun zu Ende ist. 1,5 Stunden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, aber man kann nichts machen. Trotzdem war es sehr schön, sehr gut. Hab mit dem Ausgang der Geschichte so nicht gerechnet. Ja,
bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.